Das hat es hier noch nie gegeben, dass der Interviewpartner bei mir selber im Studio ist. Wir werden das machen, wie es läuft. Das wird sicher super spannend. Thomas Wippersal ist bei mir im Studio. Was ist los in Deutschland? Insider Packthaus ist der Titel. Da sind wir alle gespannt. Wir haben uns vorher schon unterhalten können. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Hallo, Herr Wippersal. Herzlich willkommen bei BITL TV. Hallo, Herr Bittel. Vielen Dank für die Einladung und auch für die Bereitschaft, diese Premiere so stattfinden zu lassen, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben uns unterhalten und gesagt, eigentlich ist das eine Sache, ich möchte eigentlich niemanden im Studio haben. Aber es war dann so ein sympathisches Gespräch, gesagt, okay, lassen wir uns das tun. Und ich bin jetzt froh, dass wir das gemacht haben. Es ist natürlich so, wir haben jetzt nicht zwei Kameras, dass man dann so professionell Brauchen wir reinschauen nicht. müsste, aber das wird schon passen. Aber bevor wir loslegen, Herr Wippersal, möchten Sie sich kurz vorstellen? Wenn das gewünscht Ja, ist. gerne. Also ich bin inzwischen 65 Jahre alt, bin mit 16 Jahren zur Polizei Hamburg gegangen und habe dort insgesamt knapp 10 Jahre Ausbildung bekommen. Zuerst zur Schutzpolizei 3 Jahre, dann 1,5 Jahre Bereitschaftspolizei gemacht, 1,5 Jahre Reviereinzeldienst, jeweils in zentralen Punkten in Hamburg, also Milieucharakter. Dann die einjährige Kriminalbeamtenausbildung, die es heute auch nicht mehr so gibt. Sachbearbeitung an einem Kommissariat in Hamburg, 2 Jahre. Und dann eine Befreiung vom Dienst, weil ich 4 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag war. Natürlich Schwerpunkt Innenpolitik, also Polizei und Justiz. Und habe mein Fachhochschulstudium dann zu Ende gemacht. Das kein richtiges Fachhochschulstudium ist bei den Polizeieinrichtungen. Das sind gehobene Berufsschulen, weshalb wir kritische Polizisten auch mehr sagen, das sind Flachhochschulen. Nochmal 3 Jahre, dann die Zusatzausbildung zum Wirtschaftskriminalisten, verschiedene andere zusätzliche Module und im Landeskriminalamt dann alles, was für mich relevant war, ob kriminologische Forschung, ob Mordkommission, ob spezielle Ausländerdelikte, organisierte Kriminalität und eben Wirtschaftskriminalität. Die relevanten großen Verfahren. Und bin logischerweise schon durch mein Alter jetzt nicht mehr dabei beim großen Räuber- und Gendarmspiel, hoheitlich, aber mittlerweile eben privat unterwegs, selbstständig für Industriekonzerne und andere Zusammenhänge, investigativ, Compliance. Ja, das ist so ein bisschen was aus meinem Also Leben. ziemlich ein bewegtes Leben, kann man sagen. Jahrzehntelange Erfahrung in diesem Business. Und da haben wir wahrscheinlich sehr viel erlebt. Könnte man sicher auch Bücher füllen. Aber ich denke mal zum Einstieg, weil ich da war ich selber vor Ort in Berlin bei der Demo. Ich war ja 22 Stunden live und habe das erste Mal erlebt, was da abgeht. Am 29.08. war 22 Stunden live. Da möchte ich mal auch ein bisschen mit Ihnen reden. Ich habe da Sachen erlebt, wenn ich sagen würde, das war alles super friedlich. Und dann kam diese Geschichte mit dem Reichstag. Und der russischen Botschaft. Genau. Und am nächsten Tag am Stern. Genau. Das möchte ich mich ein bisschen, möchte mal mit Ihnen unterhalten, wie Sie das wahrgenommen haben, was haben Sie mitbekommen, wie haben Sie das auch gesehen, weil, ja, also ich kann es ja nur aus meiner Worte sagen, es war ganz komisch. Es hat so inszeniert ausgesehen. Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Was? Gerne, Herr Bittel. Also ich hatte mich entschlossen, dorthin zu fahren, weil mir klar wurde, wenige Tage vorher, dass dort eine Demonstration stattfindet, die eine ähnliche Qualität hat wie die große Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten zum Zeitpunkt des NATO-Doppelbeschlusses, Nachrüstung der Mittelstreckenraketen. Das war mir klar, es wird eine weichenstellende Funktion haben. Und so ist es ja auch tatsächlich. Deswegen sind noch 3 andere Kollegen aus unserer Arbeitsgemeinschaft kritische Polizisten mitgefahren und wir haben beobachtet. Und wir haben dann das festgestellt, was Sie eben in wenigen Worten zusammengefasst haben: friedlich, total locker, fröhlich, spielerisch, mit künstlerischen Elementen. Ein paar Chaoten laufen überall mal mit, das geschenkt. Bevor es losging, gab es aber schon Straßensperren, als ich vom Hauptbahnhof kam,
worüber mir klar war, ich brauchte, habe erst bei der dritten meinen Ausweis gezeigt, als ehemaliges Mitglied des Bundestags, dass ich jetzt arbeiten will am Reichstag. Und dann hat der Kontrollsteinleiter mich durchgelassen. Zu dem Zeitpunkt war mir klar, die haben eigentlich schon versucht, obwohl sie zwei Verwaltungsgerichtsurteile gegen sich hatten, die Demonstration laufen zu lassen, doch noch zu probieren, wenn die Menschenmenge nicht so groß wird, dass diesen Bereich abzuriegeln, Brandenburger Tor. Ich habe dann weitere Wahrnehmungen gehabt unter den Linden auf Friedrichstraße. Es wurden immer mehr, die Menschen quollen und es waren eben 100.000, wenn nicht über 1 Million. Dass damit auch für die Polizeieinsatzführung klar war, das können wir nicht in den Griff kriegen. Ja. Das gibt Probleme, also haben sie es dann so laufen lassen. Und die gleiche Einstellung kam dann nach 4-5 Stunden ihrer so gelungenen Demonstration, als auch wieder Menschen wegströmen, als weniger wurden, dass sie versucht haben, also die Polizei, die Herrschaft über die Straße nach ihrem Verständnis von Ordnung und Recht wiederherzustellen. Und deswegen fand diese Eskalation statt, zum einen an der russischen Botschaft, und am Reichstag, das ist eine Sondernummer, eine Schauspieleinlage, wie wir sie noch nie in der Bundesrepublik gehabt haben. Das ist eine Dramatik und eine Zumutung, auch intellektuell und auch so eine Perfidie, wie Polizei dort gearbeitet hat mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Darauf sollten wir jetzt nochmal speziell eingehen. Unbedingt. Also mich, der Reichstag würde mich interessieren. Ich habe da auch viel gelesen, gesehen, wie da, also ich sage mal, gesunden Menschenverstand, wenn man diese Bilder sieht, dass jemand mit der türkischen Flagge und sich umdreht und lacht und Selfies macht und dann heißt es, der Reichstag wird gestürmt, das konnte ich ja wirklich nicht ernst nehmen. Also, das kann man auch nicht ernst nehmen. Also wenn man hätte ernsthaft stürmen wollen, dann hätte man jemanden im Reichstag platzieren müssen. Also ich war drin, ich war dann auch draußen, habe mir das angehört, die Typen angeguckt, mir war klar, rechtsextremistische Gemengelage. Und natürlich unsere mittendrin, also V-Leute, wahrscheinlich auch verdeckte Ermittler, aber V-Leute sind klar. Und die, wenn sie es ernsthaft vorgehabt hätten, das will ich zum Ausdruck bringen, hätten sie im Reichstag jemanden platzieren müssen, der hätte nur einen Feuermelder einschlagen brauchen. In dem Moment öffnen sich sämtliche Türen, damit die Menschen im Reichstag sind, aus der Feuergefahr rauskommen. Und damit hätte man tatsächlich stürmen können. Ja. Das, was wir dort erlebt haben, ist ein lächerliches Hochgehen. Das war mehr so, hatte mehr Eventcharakter. Und wir haben eben nicht nur die Beweisführung auf unserer Homepage gestellt, jetzt vor 4 Wochen, dass die Polizei das bewusst zugelassen hat, weil die drei Helden der inneren Sicherheit rechts standen und dabei auch die Einsatzkräfte, 2 Züge, die für den äußeren Schutz des Reichstags abgestellt waren. So, was jetzt ein echtes News ist, wir haben jetzt die Beweisführung soweit klar über bestimmte V-Leute. Wir haben Zuordnung machen können aufgrund der Videoauswertung, dass die V-Leute bestimmte Erkennungszeichen hat. Es gibt auf den Bildern mehrere Personen, die mit Rucksäcken und einer zusammengerollten Zeitung sehr auffällig unterwegs sind, sodass alle wussten, auch die uniformierten Einsatzkräfte, solche Figuren gehören zu uns. Okay. Und die haben auch bestimmte Rollen wahrgenommen, also auch Fahnen geschwungen. Das können wir detailliert machen, sehr gezielt einzelne Personen zuordnen. Das werden wir jetzt auf unserer Homepage demnächst auch akkurat veröffentlichen. Und wir haben auch Klarnamen von V-Leuten, die dort unterwegs waren. Vielleicht mal eine Zwischenfrage schnell. V-Leute, ich denke, nicht allen ist es bewusst. Was ist die Definition, ganz kurz abgerissen, was ist ein V-Mann? V-Leute sind Personen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich ohne Beamtenstatus, die in dem jeweiligen Milieu, das für die Polizei oder den Geheimdienst von Interesse ist, ohnehin vorhanden sind. V-Leute sind also im klassischen Verbrechensbereich durch die Bankverbrecher, also mit denen Polizei ständig zusammenarbeitet. Und bei diesen Rechtsextremisten, die da vom Reichstag ihre Kundgebung völlig losgelöst von ihren Demonstrationen abgehalten haben, sind das in der Regel auch Rechtsextremisten, mit denen man dann umgehen muss. Also sehr ekliges menschliches Potenzial. Die bekommen in der Regel auch Geld für bestimmte Dienste und liefern auch deshalb häufig falsche Informationen. Okay.
So, und verdeckte Ermittler, das sind eben Beamte, die mit einer Legende in das entsprechende Milieu gehen, auch ins relevante politische Milieu, am liebsten im terroristischen Bereich, Islamismus etc., aber das ist schwierig. Und in den Verbrechensmilieus genauso. Und losgelöst jetzt von diesen beiden klassischen Formen, Beamte als verdeckte Ermittler, Zivilpersonen als V-Leute, gibt es noch weitere Informationsstufen, 4 Stück, aber das ist jetzt was für Feinschmecker, das will ich Ihnen nicht zumuten. Aber V-Leute, sind das dann Angestellte oder sind das, wie kann man sich das vorstellen? Nein, das sind keine Angestellten. Die müssen zwar Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben, dass sie den Mund halten, aber die sind nicht im staatlichen Dienst, die sind einfach gekauft für ihre Informationsdienste. Jetzt ich als Laie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn da Geld fließt? Ich bin jetzt da wirklich ein bisschen ein Greenhorn. Wie kann man sich das vorstellen, dass das irgendwie das Geld dann trotzdem fließt? Weil das muss ja irgendwo... Das geht aus bestimmten Haushaltskassen. Dafür gibt es auch Überwachungsgremien in den Haushaltsausschüssen, denen in der Regel nur 3 bis 5 Personen aus allen Fraktionen, ob Landtag oder Bundestag, angehören. Also da bekommen die anderen gar keinen Einblick. Und sie bekommen auch nicht den Einblick, die Abgeordneten meine ich jetzt, in die konkreten Einzelzahlungen, sondern nur die Ansage, wir haben jetzt hier und wollen und dann nicken sie es in der Regel ab. Okay. Eine Kontrolle findet dort nicht statt. Das heißt, diese ganzen geheimdienstlichen Arbeitsmethoden bei der Polizei, Staatsschutz im Wesentlichen, mit V-Leuten in diesem Spektrum wie in Berlin, da hat die Polizei freie Hand. Okay. Sie kann es im Grunde so gestalten, wie sie will. Und im Zusammenspiel mit den Geheimdiensten des Landes ist das vor dem Reichstag am 29.08. zu einem fürchterlichen Gebräu verkommen. Weil das, was wir in der Pressemitteilung geschrieben haben am Tag drauf, 30.08. schon, das hat sich jetzt praktisch durch die weiteren Recherchen und Investigationen bestätigt. Das ist von den V-Leuten sogar maßgeblich bei diesem rechtsextremistischen Klientel vor dem Reichstag gesteuert worden, initiiert worden. Das ist nicht mal von denen selbst gekommen, weil so ein Unsinn, das kann man ja nicht ernsthaft machen, wenn man nicht ein klassischer Gewalttäter oder Terrorist ist. Wir stürmen jetzt mal den Reichstag. Das bedarf einer Planung, Vorbereitung. Das ist eine Lachnummer gewesen. Es ist ein Vollidiotentest und es ist für unser Staatswesen eine einzige Peinlichkeit, auch eine Blamage vor der Weltöffentlichkeit. Ja, und vor allem die 3 Polizisten haben noch einen Orden bekommen. Das gehört zu dieser Blamage und dieser Peinlichkeit, dass sie von Steinmeier, also ich kenne diese Herren persönlich, auch den Innenminister Seehofer und andere, dass die dann auch noch den Bundesverdienstorden bekamen. Oder dass in der darauffolgenden Sitzungswoche, nach dem Wochenende war eine, breitbeinig standen sie auf der Pressetribüne und die Abgeordneten stehen zur Akklamation auch noch auf, klatschen den Herrn. Applaus. Es ist für jeden, der Abgeordnetenverständnis hat, einfach nur grottenelend. Das ist peinlich, oder? Ja, es ist sehr peinlich. Ich weiß, mit der Drossen hat er das auch bekommen, dieses Kreuzchen. Ich weiß, jemand hat es zurückgeschickt, so hat gesagt, wenn jetzt Drosten bekommen hat, dann möchte ich es nicht mehr. Das ist auch inzwischen längst ein Problem. Das wissen viele nicht. Es wird an die Bundestagsfraktion nach einer Quotierung jährlich von den durchschnittlich vergebenen Bundesverdienstkreuzen auch welche vergeben. Okay. Also es ist geradezu lächerlich. Ja. Die Abgeordneten, die können kein Bundesverdienstkreuz tragen. Ja. Ich kenne da Einzelvorfälle. Also ich würde es auch nicht mehr annehmen wollen, wenn jemand auf die Idee käme, genau wie dieses Beispiel, was Sie gerade geschildert haben. Das ist völlig entwertet. Da schreibt jemand im Chat, 4,5 Jahre Haft hat er unterschlagen. Nein, das hat er nicht unterschlagen. Darüber können wir locker sprechen. Da können wir sehr gerne auch das ist eine Peinlichkeit für diesen Staat. Da habe ich nichts zu verstecken. Das ist eine Peinlichkeit für diesen Rechtsstaat. So ähnlich wie das, was wir jetzt besprechen. Absolut. Reichstag, russische Botschaft. Wir können auch das, weil das finde ich das Schöne, dass Sie ja offen sind für alles. Das geht da, wir müssen auch nichts verstecken. Das ist auch nicht absichtlich so gemacht worden. Das finde ich gut, dass wir auch das reden können. Aber ich denke, es ist wichtiger, dass wir jetzt Insider-Geschichten aufdecken. Demo in Berlin sind wir noch dran. Ich habe ja selber auch erfahren, dass es da verschiedene Einheiten gibt. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, gewisse Einheiten, die dort zum Einsatz gekommen sind, dürften eigentlich gar nicht dort zum Einsatz kommen. Ja,
Also diese besonderen Festnahmeeinheiten der Bundespolizei, aber auch Berlin hat spezielle Gruppen, die haben ein bisschen Übereifer. Und die haben bei solchen zivilgesellschaftlichen Ereignissen erstmal überhaupt nichts zu suchen. Die kann man höchstens in Bereitschaft halten, falls doch mal eine Eskalation stattfindet. Aber hier in Berlin am 29.08. fanden denn diese beiden relevanten Eskalationen einzig seitens der Polizei statt. Teilweise im Zusammenspiel mit den Geheimdiensten. Ja. So, das ist bereits ein Führungsfehler, ein einsatztaktischer Fehler oder es ist politisch so gewollt, dass man ihre Menschen aus ihrer Bewegung durch so ein polizeilich überverhältnismäßiges Gewaltverhalten provozieren will. Ja. Und genau das passiert ja auch ständig, dass dann, wenn jemand überfallen wird durch Polizeikräfte, dann kriegt er in der Regel eine Strafanzeige wegen Widerstands, Beleidigung, Körperverletzung, genau. Nötigung und anderer Tatbestände. Wir haben vorgestern in der ARD erstaunlicherweise zu der prominenten Sendezeit 20.15 Uhr eine halbe Stunde eine Dokumentation gehabt mit dem Titel Was ist los mit der Polizei in der Bundesrepublik? Spannend. Das ist in der Tat auch News für sich, dass inzwischen in den öffentlich-rechtlichen Sendern erkannt wird, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Die Gewalt, die durch Polizei ausgeübt wird, und zwar illegitim, rechtswidrige Gewalt, und sie bleibt in der Regel unsanktioniert. Also klar, solche Typen wie ich, der im operativen Bereich eines Landeskriminalamts nur nervt, weil die Kollegen immer Sorge haben, dass, wenn sie Fehler machen, ich das auch zur Anzeige bringe oder ein Disziplinarverfahren einlade, die werden aussortiert. Wir haben ständig jetzt Vorfälle, dass Rechtsextremisten entdeckt werden in den bundesdeutschen Polizeien. Nicht nur Chatgruppen, richtig harte Rechtsextremisten, ob Reichsbürger oder andere Kategorien. Erstaunlicherweise haben wir sowas nicht über Linke oder Linksextremisten in den Polizeien. Mhm. So, damit haben wir ein Grundstrukturproblem. Die Polizei tickt erstmal rechts. Sie ist konservativ. Sie kann auch gar nicht innovativ in dem Sinne sein, dass sie gesellschaftlich neue Ordnungsvorstellungen entwickelt, sondern sie soll ja nur exekutieren, was politisch vorgegeben ist. Das heißt, sie ist immer der Zeitentwicklung in der Gesellschaft hinterher, ganz anders als die Kulturschaffenden. Ja. Die guten Kulturschaffenden schaffen Werke, ob im Film oder in anderen Genres, Theater, wo man häufig 10, 20 Jahre später erst sieht, ach, das haben die damals schon erkannt. Mhm. Polizei braucht in der Regel noch mal 10, 20 Jahre, bis sie dem Zeitgeist hinterherkommt. Wie kann man sich das vorstellen? In Demo Berlin habe ich diese Polizeigewalt gesehen. Wird das im Vorfeld besprochen, wie man vorzugehen hat? Oder ergibt sich das aus der Situation? Ich sehe da vor allem sehr junge, ambitionierte Polizisten, da waren sehr wenig, also ich habe fast keine ältere Polizisten gesehen in diesem Einsatz. Mhm. Ist das gewollt? Macht man das absichtlich so oder wie kann man sich das vorstellen? Also diese Bereitschaftspolizeieinheiten sind in der Regel mit den Abgängern der Schulen bestückt. Okay. Einige wenige bleiben, weil sie Funktionsträger dann sind, Gruppenführer, Zugführer, Hundertschaftsführer länger, mehrere Jahre. Aber in der Regel sind die deshalb schon so jung. Sie sind natürlich motiviert, in der Regel, weil sie gerade frisch in die Praxis entlassen worden sind. Aber die richtigen Harten sind natürlich in den Sondereinheiten. Okay. Also MEKs, SEKs und diese besonderen Festnahmeeinheiten. Dazu haben wir uns ja eben schon ein bisschen unterhalten. Die waren ja auch in Berlin gerade vor Ort. Stern. Ja, am Stern. Und die geben den Takt dann auch vor für die anderen Einheiten. Nochmal, die haben dann nichts zu suchen. Auch so eine Lage, das ist wirklich beherrschbar, wenn Sitzblockaden stattfinden, ob am großen Stern, einer kleinen Straße oder einem riesigen Platz. Das kann eine normale Hundertschaft, können normale Einsatzkräfte gut bewältigen, wenn sie es denn wollen. Das heißt, zwei Beamte, eine Person wegtragen. Aber auch das findet heute ja anders statt. Also meine Prägung ist eine andere. Also wir wurden noch darauf trainiert, zum Beispiel einen Schlagstock möglichst in die Hose. Heute laufen die rum wie in den früheren amerikanischen Krimis. Ja. Die Waffen überall am Gürtel rumscheppernd, damit schon dieses materialische Bild beim Bürger erstmal vorhanden ist. Also Angst. Das ist nicht mehr Freund und Helfer. Nein.
Also in Berlin habe ich das leider auch so sagen müssen. Das gilt Gott sei Dank nicht für alle Polizisten. Es gibt auch viele Klar. andere, da bin ich sehr froh. Aber diese Gewaltbereitschaft in Berlin war schon so sehr auffällig. Ich habe das auch beobachtet, weil ich ja Presseausweis hatte, konnte ich auch in das Geschehen rein. Und da konnte ich auch beobachten, dass da hinten ein älterer Herr, der wird wahrscheinlich so um 50, 60 sein, wie auch immer, und natürlich ohne Maske und so weiter, und hat dann alles beobachtet, und da kamen immer diese Befehle. Und dann haben die reagiert. Und ja, ich muss aber sagen, es war für mich sehr eindrücklich auch zu sehen, und das ist vielleicht auch ein Punkt, weil ich vorhin im Chat gesehen habe, wie die Medien berichtet haben und was das dann tatsächlich passiert ist. Das war wie Tag und Nacht. Ja. Und das war für mich so unglaublich, das mal live zu erleben. Ja, ich kann es nicht anders sagen, wie wir verarscht werden. Ja, also dieser Transmissionsring über die Medien findet nicht mehr statt, weil eben in allen relevanten Redaktionen von den sogenannten Mainstream-Medien inzwischen Ansprechpartner im Bundespresse- und Informationsamt dieser Bundesregierung sitzen. Ich muss es leider wieder sagen, aber diese Bundeskanzlerin ist eine gelernte FDJ-Sekretärin, also Freie Deutsche Jugend, früher DDR, also eine Unterorganisation der Sozialistischen Einheitspartei, für Agitation und Propaganda. Okay. Frau Merkel kann wirklich nichts richtig, auch nicht Physik, außer eines: Macht sich holen und sie erhalten. Und das erleben wir eben in verschiedensten Politikfeldern, ob dieser verrückte Schwenk innerhalb von einem halben Jahr Atomenergie wieder Vollgas und nach Fukushima alles auf Null. Also das hat ja selbst Rot-Grün mit Gerd Schröder, Joschka Fischer besser gemacht. Die haben die Unterschrift der Industrie beim Atomausstieg eingeholt. Frau Merkel macht das aus ihrem Chicken Camp im Bundeskanzleramt. Also wie früher die alten Herren im Zentralkomitee der SED hinter verschlossenen Türen. Und dann wundern sich immer plötzlich alle über die neue Beschlusslage. Ich mache auch Coaching. Also zwei Abgeordnete im Reichstag haben sich mir anvertraut. Jedenfalls gucke ich dadurch tief rein. Und in der CDU haben bei solchen Beschlüssen, davon gibt es ja noch mehr, die Merkel produziert. Und das hat eine ableitende Bedeutung für das, was Sie hier ansprechen, weshalb die Medien so berichten, wie sie berichten, nämlich völlig unrealistisch. Ja. So, es gab auch in der CDU-CSU-Fraktion eine Fülle von Abgeordneten, die mit geballter Faust in der Hosentasche, aber haben nicht die Courage, ihr Wort zu machen, dass sie solche Hinterzimmerbeschlusslagen nicht mittragen wollen. Ja. Es werden viele erst richtig verstehen, was diese Frau an Schäden hinterlassen hat, wenn sie nicht mehr das Kanzleramt regieren kann. Also da kommt zum Beispiel eine Frage in den Chat: Warum finden noch so viele Merkel toll? Ist das einfach nur eine Manipulation von sämtlichen Umfragen? Ist es tatsächlich so, dass noch eine Bevölkerungsschicht die Merkel immer noch toll findet? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich denke, also da gibt es ja jetzt sehr schwankende Werte, hat es da gegeben, zum Glück. Und jetzt hat sie sich gerade wieder berappelt. Sie hat auch ihre Nachfolge nicht richtig hingekriegt. Die Frau Krampf-Karrenbauer ist eine Niete. Jetzt bewerben sich plötzlich auch nur drei Herren für den CDU-Vorsitz. Nochmal, es wird erst richtig erkennbar werden, welche Schäden sie hinterlassen hat. Auch die Isolation der Bundesrepublik gegenüber Süd- und Osteuropa. Ja. Nicht nur durch die Pseudo-Euro-Rettung, das ist ja auch so ein Beispiel, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Auch im Vergleich zu dem klassischen Vorgehen der kapitalistischen Marktwirtschaft wie in den USA unter Obama in dem Zusammenhang. Ich kann das nicht im Einzelnen sagen, weshalb die Menschen so ticken. Was ich sicher weiß, ist das, was Winston Churchill mal gesagt hat: Ich traue keiner Statistik außer der, die ich selbst erstellt habe. Sie können auch bei demoskopischen Umfragen schon durch die Fragetechnik viel lenken. Ja. Es kommt sehr darauf an, wie man fragt, und man hat ganz andere Ergebnisse. Definitiv. Aber jede Bevölkerung bekommt die politische Führung, die sie verdient. Das war ein harter Satz, aber es ist wahrscheinlich schon so, weil sie war jetzt schon einige Jahre schon im Amt. Herr Bittel, was in diesem Zusammenhang mit auch Berlin so wichtig ist: Es ist häufig nicht verständlich, warum diese Polizeigewalt so selbstverständlich mitgetragen wird. In Berlin ja nicht nur mitgetragen, so gewissermaßen peinsam,
ducken wir uns mal weg, nach ein paar Tagen ist es vergessen. Nein, Bundesverdienstkreuz, Akklamation im Plenum des Deutschen Bundestags. Das geschieht, weil inzwischen in fast jeder Bundestagsfraktion, auch in den Landtagen ist es so, Polizisten sitzen als Abgeordnete. Das war früher die Ausnahme. Okay. Die SPD hat im Moment 3, die AfD 2, die CDU 1 und die Grünen auch 1. Nee. Früher war es so, dass die Innenpolitiker, auch die innenpolitischen Sprecher der Fraktion, im Grunde nicht richtig wissen, was da läuft. Das ist eine eigene Welt in den Polizeien. Die binnenkulturelle Deformation, das kriegen jetzt viele mit, auch durch diese Gewaltexzesse, die wurde vermittelt durch die Polizeifunktionäre der 3 großen Gewerkschaften. Also wir sind ja einer von 4 dieser Berufsverbände, ohne Tarifkompetenz wollen wir auch nie. Wir wollen eine bessere Polizei mit herbeihelfen, versuchen es herbeizuhelfen. So, früher waren es also die Funktionäre, denen die innenpolitischen Sprecher ihr Ohr gaben und bekamen da dann bestimmte Vorstellungen mit. Heute sitzen diese Lobbyisten selbst im Plenum. Und ich weiß, Abläufe, also Kritik am Bundeskriminalamt, bei dem Versagen in der Kinderpädophilie und in vielen anderen Delikten, diese gesamte IT-Ebene, das ist ja jetzt noch landunter, nicht nur für unsere Nachrichtendienste, die Five Eyes haben es drauf, dieser Verbund USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Australien. Wir sind wie ein Entwicklungsland. Diese Defizite, die durfte man gar nicht verbalisieren. Das war wie eine Majestätsbeleidigung. Da fielen alle anderen über den Abgeordneten her, der sowas sagte. Das war noch zu Zeiten von Zielke, BKA-Präsident. Aber jetzt ist es nicht viel anders, weil in der Regel diese gelernten Polizisten dann für diese Politikfelder auch in die Bütt gehen, also ans Redepult und sprechen. Das heißt, jetzt als Laie, ich kenne mich in der deutschen Politik nicht so gut aus, aber es würde heißen, dass diese Polizeigewalt, wieso wird die gedeckt? Das ist mitunter ein Grund, dass... Das ist einer der Gründe, das sind ja alleine schon 7, die jetzt im Deutschen Bundestag sind. Das sind über 1%. Der soll ja eigentlich soziologisch so die Gesellschaft widerspiegeln. Eine andere Berufsgruppe fällt ähnlich dumm auf. Wir haben immer über 20% Juristen und Juristinnen, worüber diese Verrechtlichung der Politik stattfindet. Okay. Dass ständig Entscheidungen, auch Gesetze, in Karlsruhe wieder kassiert werden vom Bundesverfassungsgericht. Mhm. Also wofür ja eigentlich das Bundesjustizministerium die oberste Instanz ist, auf Verfassungsgemäßheit zu prüfen. Das funktioniert nicht, obwohl selbst über 20% Juristen im Bundestag sitzen. Die haben diese Methode drauf, also auch nochmal zu dieser neckischen Frage wegen meiner 4,5 Jahre oder 3, wurden es ja dann nur auf hoher See, die haben ständig das so trainiert bekommen, die haben die Prägung, ja, die erste Instanz entscheidet eben so, die zweite entscheidet ganz anders und die Oberinstanz nochmal anders, wenn es drauf ankommt. Das heißt, es finden ja sowieso permanent Fehlentscheidungen, Justizirrtümer statt, das ist dem System eigen. Und wenn dann Juristen mit ihrer Grundprägung Abgeordnete sind, haben die gar nicht mehr den Ehrgeiz, ein wasserdichtes, also verfassungsrechtlich, wasserdichtes Gesetz zu machen. Das werden wir sehen, ob es in Karlsruhe Bestand hat. Also ich verstehe das richtig. Und Entschuldigung, jetzt muss ich schnell nachfragen. Also das heißt, wenn ich man macht die Gesetze bewusst nicht so ganz klar, dass man Schlupflöcher hat, habe ich das, also es geht in die Richtung, oder? Das gibt es auch in der Gesetzestechnik, aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, man nimmt einfach sehenden Auges in Kauf, unser jetzt beschlossenes Gesetz, die Mehrheitsfraktion können alles durchbeschließen, könnte sehr gut verfassungswidrig sein. Ich nehme auch mal ein konkretes Beispiel. Das Verfassungsgericht hat innerhalb weniger Jahre 3-mal, das ist eine zentrale Kategorie für jede Demokratie, die Bundeswahlgesetze für rechtswidrig, für verfassungswidrig erklärt. Also die Grundlage, über die der Souverän seine Vertretung in der ersten Gewalt der Legislative dem Parlament stattfinden lassen. Jetzt ja auch dieses Theater mit der Reduktion, ganz frisch wieder. Das ist jetzt, kann man, also ich kenne es ziemlich detailliert, aber das ist wieder verfassungswidrig. Was die Regierungsfraktionen gerade auflegen. So, diese Haltung, diese Prägung, jetzt zurück zu unseren profanen
kleinen Polizeigewaltproblem spiegelt sich dann auch in dem Vorgehen der Polizei wieder. Und nun haben sie eben inzwischen über die letzten 10 Jahre ständig solche Kohorten von gelernten Polizisten in den Parlamenten, auch in den Landtagen. Da ist kaum ein, das muss man mal kapieren, weshalb die Politik in dieser Weise agiert. Die zweite Kategorie ist natürlich innerministeriell, dass der höhere Dienst, der in der Regel in den Vorzimmern der Innenministern auch sitzt, nicht nur bei den Landtagen, als Beratung und Aktenkofferträger und tralala, die haben es einfach drauf, den jeweiligen Staatssekretär oder Minister mundgerecht so zu bedienen, dass sie die Entscheidung bekommen, die der Apparat von ihnen erwartet. Mhm. Und dann gibt es noch diese ganz große Kategorie, dass sich immer wieder Menschen wundern, wenn eine rot-grüne Regierung am Werke ist oder rot-rot mit grün, es wird jetzt ja wahrscheinlich auch kommen können, wieso dann diese Polizeiapparate noch so rechtstickend überleben können. Die ducken sich einfach. Die hoffen, dass die Welle über sie weggeht und haben damit beste Erfahrung gemacht, dass nach 4 oder 8 Jahren wieder eine ihnen genehmere Landes- oder Bundesregierung am Zuge ist. Aber jetzt muss ich mal nachfragen, ich bin überhaupt nicht der Politiker, ne? Vielleicht sind auch einige da, die es auch nicht so gut verstehen. Das würde heißen, was ist denn momentan ein möglicher Lösungsansatz, um aus dieser Misere rauszukommen? Der Lösungsansatz besteht darin, dass im Parlament wieder Abgeordnete sitzen, die das Selbstverständnis nach Artikel 38 Grundgesetz, da ist es ein Stück weit definiert, und es gibt ja auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die trägt meinen Namen, Wippesal-Entscheidung. Da habe ich als einziger bisher diese Fragestellung auf den Prüfstand gestellt, welche Rechte und Pflichten hat ein Einzelabgeordneter? Es gibt nur eine Minderheit von Abgeordneten, die dieses Selbstverständnis tatsächlich leben. Und das hat auch was damit zu tun, wie die Parteispitzen bei der Selektion für die Listenaufstellung zur Bundestags- oder Landtagswahl darauf gucken, dass möglichst ihnen genehme Köpfe nur im nächsten Parlament sitzen. Okay. Also die Fraktionsvorsitzenden der Mehrheitsfraktion sind ja die einzigen, die auf Augenhöhe mit dem Regierungschef reden können. Mhm. Das sind nicht die Minister im Kabinett. Weil die Fraktionsvorsitzenden haben dafür zu sorgen, dass im Parlament die Mehrheit für die Bundeskanzlerin oder Ministerpräsidentin in Landtagen steht. Deswegen haben die wirklich die größten Möglichkeiten, Veränderungen herbeizuführen. Und sie haben natürlich umso größere Schwierigkeiten, je mehr eigene Charaktere in ihren Fraktionen sitzen. Mhm. So, und da gibt es inzwischen in jeder Farbe Beispiele, ob Herr Gauweiler, der im laufenden Galopp während einer Legislatur sein Mandat niedergelegt hat, weil er die Schnauze voll hatte von Muttis Politik. Mhm. Oder ein Christian Ströbele, der nur noch gelitten wurde bei den Grünen, weil er als einziger ein Direktmandat geholt hatte auf Bundestagsebene. Okay. Oder jetzt ein anderer Grüner, der hat ja auch klar formuliert, ich höre jetzt hier auf, im Bundestag auch während einer laufenden Legislatur, weil ich erkenne, dass die Probleme, die ich lösen möchte, über ein solches Parlament nicht zu lösen sind. Das sind nicht nur ich als Exot oder wir Kritische bei den Polizeien als Exoten, die diese Problematik erkennen. Das sind auch andere. Also auch bei den Polizisten es gibt genug andere kritische Köpfe, die nicht Mitglied bei uns sind. Mhm. Wer Mitglied bei uns ist, hat ja schon eh ein Problem, wenn das nur bekannt wird. Was mich noch interessieren würde, ist so diese Politik-Polizei-Verbindung. Das ist auch sehr spannend, weil viele sagen auch, das muss doch gesteuert sein, das kann man sich nicht anders vorstellen. Was haben Sie da für Erfahrungen oder selber recherchiert? Wie hängt das zusammen? Gibt es Informationen, wo man weitergeben kann? Mir ist der Frage Kern noch nicht klar geworden, Herr Bittel. Sehen Sie es mir nach, ich bin so schlicht gestrickt. Bitte nochmal, welche Verbindung also Politik, Polizei? Übrigens ist ja der gleiche Wortstamm vorhanden. Ja, stimmt. Pol, genau. Nämlich aus dem Griechischen für die Bevölkerung. Also ich habe Berufsethos gehabt, sowas gibt es ja auch kaum noch an den Clipschulen der Polizeiausbildungseinrichtung. Also eigentlich sind beide, Polizei wie Politik, Dienstleister für die Bevölkerung. Und lassen Sie den Gedanken noch zu Ende führen, alles bevor gut. Sie mir Ihre Frage richtig erklären. Dieses staatliche Gewaltmonopol,
ist ja eine unglaubliche kulturelle Errungenschaft. Früher gab es den Faustkampf. Die Macht auf der Straße entschied bis hin zur Lynchjustiz. So, jetzt haben wir geregelte Formen. Und inzwischen ist es so, das haben Sie jetzt ein bisschen am eigenen Leib, also nicht Sie in persona zum Glück, aber andere Aktivisten aus Ihrer Bewegung, dass sich dieses staatliche Gewaltmonopol gegen die Bevölkerung richtet. Auch das wollen viele nicht begreifen. In den Sonntagsreden mit dem ganzen Pathos, auch nach dem 29.08. wird ja erklärt, die Polizisten schützen uns und sogar den Reichstag haben sie vor der nächsten Brandschatzung nach der glorreichen Roten Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs vor der Zerstörung bewahrt. Die Polizei, das sind unsere Helden und so weiter. Nein, da wo es um die echte Machtkategorie geht, wie mit ihrer Bewegung, sie sind systemgefährdend geworden mit ihrer Kritik an dem offiziellen Corona-Krisenmanagement. Da nutzt der Staat illegitime Mittel, wie diese V-Leute oder auch verdeckte Ermittler. Wie gesagt, in Kürze geht da richtig hartes Material bei uns auf die Seite. Nur, das ist vielleicht ein Merksatz, der wehtut, auch mir wehtut, weil wir müssen den Rechtsstaat wieder richtig herstellen. Gerade, also nicht die Mächtigen sind davon abhängig, dass ein Rechtsstaat funktioniert. Er wird hier nur leider vielfach getunnelt. Aber der Merksatz lautet, dieses staatliche Gewaltmonopol als eigentlich eine kulturelle Errungenschaft hat sich inzwischen gegen die Bevölkerung gewendet. Und nun erklären Sie mir bitte nochmal diese Frage. Was mich interessiert. Polizei, Politik. Genau. Also ich werde jetzt nochmal den Link reinstellen. Wenn Leute Fragen stellen können, können wir vielleicht am Schluss das noch machen, wenn es Zeit hat. Da bekommt ihr einen Link, könnt ihr da draufklicken und die Fragen auch upvoten. Also was mich interessieren würde, es wurde auch in Berlin diskutiert, das muss doch gesteuert sein von oben, so diese so Einsätze. Ah, jetzt so, das ist ja, so. Das ist in der Tat, das ist ein Graufeld. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, wo ich gesicherte Erkenntnisse habe. Stuttgart 21, 2011, dieses Gemetzel im Schlossgarten wegen des unterirdischen Bahnhofs. Ja. Da gab es am Abend vorher bei Mappus, so hieß damals dieser fürchterliche christdemokratische Ministerpräsident, eine Zusammenkunft in der Staatskanzlei mit allen relevanten Polizeiführern, in der Regel höherer Dienst. Da gibt es auch ein Protokoll, aber in diesem Protokoll werden Sie nichts dazu finden, dass Mappus oder wer gesagt hätte, ich will, dass dann an dem Tag auch der Schlossgarten frei ist, dass die Baustelle eingerichtet wird. Das findet außerhalb des offiziellen Protokolls statt. In den meist 4-Augen-Gesprächen, 6-Augen-Gesprächen, darüber wird auch nie jemand sprechen. Okay. Genau das läuft auch zu anderen Bereichen. Und wir haben, das war für viele scheinbar wagemutig, aber auch das hat sich jetzt bestätigt, am 30.08., jetzt wieder Berlin, Reichstag vor allen Dingen, russische Botschaft ist ein Einzelgemetzel gewesen, mit also Einzelopfern durch von Polizeigewalt. Wir haben bereits am 30. klar geschrieben, dass dieser Einsatzabschnittsleiter am Reichstag, der die äußere Sicherheit hatte herstellen sollen, jetzt in Kürze sich sonst wohin wiederfindet in der Schreibstube. Oder wir werden sehen, dass er ungehindert seinen beruflichen Fortgang erleben wird. Er erlebt ihn. Und damit schon ist klar, dass das politisch gewollt war. Und wir haben auch geschrieben, mindestens 12, 15 V-Leute, es sind mehr gewesen. Das ist jetzt klar auch nach der weiteren Auswertung, die in diesem kleinen Haufen von 200, 300 Leuten tätig gewesen sind. Das heißt, die konnten unheimlich steuern. Auch die Bild-Zeitung hat ja ein Interview mit der Tamara K. gemacht, einen Tag vorher. Und dann war die Tamara K. eine entscheidende Figur bei der angeblichen Reichstagsstürmung oder dem Versuch. Es war im Grunde nur ein Hochgehen. Das war wirklich, man kann ja auch bei den Gesichtern das sehen. Die fanden das witzig, die machen Fotos mit ihren Smartphones. Wer sich anders verhalten hat, das sind die von uns identifizierten V-Leute. Die haben ständig geguckt, auch mal nachdenklich, auch dann Richtung. Und es ist völlig eindeutig für Leute, die dieses Geschäft kennen,
diese unterschiedliche Vorgehen. Das war nicht jetzt Angst oder Angststarre bei denen, das war professionelles Geschäft. Es wird schon heftig, wenn man dann das so analysiert, und das wird jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit auch publiziert dann auf der Homepage. Das wird es. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie jetzt das weitergeht. Momentan sind wir natürlich in der Lage, dass auch bei uns in der Schweiz, dass vor allem der Bundesrat zu sagen hat. Sie reden immer, dass das mit den Kantonen abgesprochen ist. Ist leider oftmals nicht der Fall. Es wird aber nur so vorgegaukelt. In Deutschland wahrscheinlich das gleiche Thema. Man sieht es ja momentan mit Bayern, mit dem Söder, wo man das Gefühl hat, was der sagt, da muss man im Kopf nicken und sagen, jawohl, das ist genau richtig. Jetzt wird er zum Teil Gott sei Dank zurückgepfiffen in einigen Sachen. Ich hoffe sehr, dass das auch so weitergehen wird. Aber im Moment, ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, so wie Schockstarre. Also es ist so wie, dass die Leute haben noch nicht begriffen, was abgeht. Ja, es ist ja auch jetzt eine Phase des echten Umbruchs, weil es nicht mehr zu leugnen geht, dass wir ein massives Rechtsextremismusproblem in den Polizeien haben. Mecklenburg-Vorpommern, Chatgruppen, sogar diese Nordkreuz-Nummer mit Preppern, geklaute Munition, Zehntausender-Kategorie. In Berlin, Chatgruppen, Nordrhein-Westfalen, überall. Und in Nordrhein-Westfalen werden jetzt weitere aufgedeckt werden. Auch da haben wir sehr früh gesagt, wenn weniger als 12 Chatgruppen in Nordrhein-Westfalen existieren würden, in diesem extremistischen Sumpf, dann würde uns das wundern. Sie werden sehen. Da werden jetzt noch weitere öffentlich gemacht werden. Und das ist eben nur ein Segment. Dazu kommt diese klassische Polizeigewalt, weil inzwischen auch durch die Gesetzgebung die Eingriffsschwellen dermaßen niedrig sind. Also es wird ja dann immer als Prävention dargestellt, dass man präventiv Leute sogar in Gewahrsam nimmt. Das ist alles nur noch absurd. Also ich habe das noch gelernt, im Grunde nach dem klassischen preußischen Polizeirecht, dass nur bei einer Störung entsprechende Eingriffsmaßnahmen in die Grundrechte und Freiheitsrechte stattfinden dürfen. Heute läuft das präventiv. Präventiv, nehmen wir mal. Und das ist ja ein ganz wichtiges Stichwort für Ihre Bewegung neben Frieden, die Freiheit, also unsere Bürger- und Grundrechte. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern im Hamburger Abendblatt so eine klitzekleine Meldung gefunden, dass das nochmal illustriert. Also da hat das Amtsgericht in Traunstein in Bayern einen Kripo-Beamten wegen Strafvereitelung im Amt unter Verwendung von Nazi-Symbolen verurteilt. Dieser Kerl hatte mit 53 Jahren 2015 in seinem Amtszimmer eine Collage mit Hakenkreuzen, SS-Rune und Hitlerbildern aufgehängt. Und das Strafmaß ist von diesem Amtsgericht in Traunstein auf 11 Monate Haft auf Bewährung formuliert. Das heißt, das Gericht hat bewusst ein Strafmaß genommen, dass der Bursche weiter im Dienst, im aktiven Polizeidienst bleiben kann. Ab 12 Monaten ist Schluss, Suspendierung. Klasse. Nehmen Sie die Beispiele aus Baden-Württemberg, wo zwei Polizeibeamte die deutschen Ableger der Ku Klux Klan-Gruppe mitgegründet hatten, im Zusammenspiel mit dem Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart. Diese beiden Herren sind im Polizeidienst geblieben damals, inzwischen in der Hierarchie hochgelaufen. Wenn Sie deren Einlassung lesen und jetzt hören, weshalb sie den Ku Klux Klan mitgegründet haben, denken Sie, sie sind in einer Irrenanstalt. Also ausgebildete Polizeibeamte müssen wissen, was Ku Klux Klan ist. Ja, würde man sagen, So, wir haben also jetzt eine Situation, wo immer mehr Menschen in diesem Land, auch Journalisten, einfach den Hals voll haben oder einen dicken Hals kriegen, wenn sie ständig diese Erlebnisse haben. Deswegen wird ja auch von der Politik ausgegeben, auch wieder von den Polizeifunktionären, also den klassischen, Gewerkschaft der Polizei, Bund Deutscher Kriminalbeamter und so, geradezu apodiktisch gefordert, man soll endlich die Diskussion einstellen über Polizeigewalt oder Rechtsextremismus, damit die Polizei zur Ruhe kommt. Ja, und dann geht das so weiter wie die letzten 20 Jahren. Wir sagen es seit 20 Jahren als Kritische, was los ist. Das wurde immer klein geschmergelt, einschließlich bestimmter Köpfe von uns. Also ich meine jetzt die soziale Vernichtung oder die Entfernung aus dem Dienst und Kaltstellen. Und jetzt haben wir das große Erwachen in der Gesellschaft. Also diese Zeit, in der wir leben, ist von Umbrüchen geprägt, wozu Sie ganz wesentlich gehören als Corona-Kritiker.
Und diese fundierte Kritik tut ja gut. Das, darüber müsste man sich eigentlich freuen, eigentlich auch im Bundeskanzleramt. Ja, eigentlich. Man könnte meinen. Ein Thema, das ich noch aufgreifen möchte, was mich interessieren würde, das ist die ganze, in Deutschland haben wir auch immer wieder Fälle gehabt von diesem Pädosumpf. Das ist ein Riesenthema. Ja. Das könnte man ja in der Politik zum Teil, wo Verdachtsmomente sind, aber vielleicht auch in der Polizei. Haben Sie selber schon irgendwo was gehört, gelesen oder Kontakt gehabt in Ihren Ermittlungen oder was Ihre Recherche, was Sie gemacht haben? Weil das ist ja ein Thema, das ja oftmals totgeschwiegen wird. Also es ist so wie, ja, nicht darüber reden, das ist zu heikel. Möchten Sie da auch was dazu sagen? Ja, das hat aber wenig mit Ihrer Bewegung zu tun. Ja, aber das gehört wahrscheinlich indirekt dazu. Das gehört zu diesen Umbrüchen. In der Tat. Also da ist ganz erstaunlich, dass dieser Heribert Reul in Nordrhein-Westfalen auch diese Problematik richtig massiv angepackt hat. Auch das ist wie mit dem Rechtsextremismus in der Polizei. Auch da ist der Reul wieder einer der Ersten, der sagt, ist vorbei. Ich glaube nicht mehr an Einzelfälle. Mhm. Er war der erste Innenminister, ein CDU-Mann, der das gesagt hat. Hier sind systemische und strukturelle Probleme, die müssen wir aufarbeiten. Er war auch der Erste, der ausgeschert ist von dieser Linie von Seehofer, dass keine Extremismusstudie zu der Situation in den Polizeien erstellt werden soll. Reul hat gesagt, ich will eine haben, wenn es nur für Nordrhein-Westfalen ist. Mhm. So, wir haben dort das gleiche systemische Problem wie mit Rechtsextremismus. Seit 20 Jahren ist das klar für Insider. Ich selbst habe erlebt, wie Kollegen bei unserer Hamburger Kripo, als sie feststellten in der Sonderkommission, dass auch Richter vom Landgericht da involviert waren, ratzfatz aus der Sonderkommission weg waren. Wir haben diese Problematik im Sachsensumpf erlebt. Auch da waren hochgestellte Persönlichkeiten, nicht nur Richter, auch andere Persönlichkeiten in diesen Fällen verstrickt und wie diese Tätigkeit der Kriminalbeamten geschreddert wurde. Und das ist wirklich nur nicht nur auf Kinderpädophilie beschränkt. Wir wissen das ja vom NSU. Da waren mehrfach, ich weiß, mindestens drei Situationen, wo Kriminalbeamte dran waren. Richtig an den drei, Böhnhardt, die Zschäpe, die jetzt noch einsetzt für eine lächerliche Urteilsbegründung aus München vom Oberlandesgericht. Diese Kriminalbeamten wurden ständig getunnelt. Die beiden da in Sachsen, Sachsen-Anhalt, mhm, dann die in Kassel, die den Verfassungsschützer Temme unter Untersuchungshaft nehmen wollten, auch einen Tag reingesteckt haben. Und der Innenminister Bouffier hat ihn wieder rausgelassen. Und noch so eine Situation. Also immer, wenn es um Machtfragen geht oder Verfassungsschutz versus Polizei, da entscheidet ja immer der gleiche Dienstherr, mhm, der Innenminister. Und dieser Innenminister wird immer für den Verfassungsschutz entscheiden. So, und das spiegelt sich dann auch in folgender Tatsache, dass, Herr Biddle, und das wollen viele gar nicht mehr richtig reflektieren, die Grünen sich bis heute verweigern, obwohl sie ja in bestimmten Regierungen sogar die Mehrheitsfraktion haben, mhm, wie in Baden-Württemberg, das Innenressort zu übernehmen. Ein Typ wie Winfried Kretschmann weiß ganz genau, was er da für eine Giftküche am Hals hätte, was es bedeuten würde an Konflikten, wenn man die Polizei ordentlich aufstellen will. Also wir sind angetreten 1986 nach Polizeiskandalen, mhm, kritische, um eine auf guten Wege befindliche Polizei für eine zivilgesellschaftliche Ordnungsfunktion noch besser zu machen. Heute müssen wir feststellen, seit der deutschen Einheit, die ist im Grunde auf dem Status wie in den 60er, teilweise 50er Jahre, auch was die Bewaffnung angeht. Da waren wir damals auf einem sehr guten Weg. Und wenn wir uns heute diese Robotcops anschauen und das Ganze auftreten, denkt man, vielleicht sind wir schon wieder im Kaiserreich, also jetzt überspitzt. Mhm. Aber wir haben jetzt eine Polizei, 50er, 60er Jahre. Ändern kann man das nur, wenn an den Spitzen der Innenministerien, also Innenminister, Personen sitzen, die das auch wollen. Das geht dann relativ schnell. Gut, das heißt ja ganz klar, das müssen Leute sein, sagen so, jetzt reicht, das machen wir da mal, räumen wir da mal auf und dann wird es natürlich wie das Kartenhaus wird dann zusammenbrechen. Ja und nein, also Polizei funktioniert auf Befehl und Gehorsam und wenn jetzt immer gesagt wurde, rechts um,
und es steht jemand und sagt, wir gehen jetzt mal in der Mitte oder mehr nach links, dann machen das weit über 95% aller Beamten mit. Ja. Dann gibt es auch welche, die aus ihrer Überzeugung, also die echten Extremisten dann, sagen, nein, will ich nicht. Die werden dann natürlich über Disziplinarrecht etc. genauso kalt gestellt, wie man jetzt kritische Köpfe kalt stellt. Sie wissen diesen einen Bundesbeamten aus der Kriminalinspektion in Köln, der Markus Schöffler, der eine Remonstration gemacht hat, wegen der Corona-Problematik und seiner eigenen Betroffenheit und am nächsten Tag sofort vorläufig suspendiert war. Solche Typen hier, wie diesen Hakenkreuz-Freund in Bayern, der hat das jahrelang in seiner Amtsstube gehabt. Da funktionieren die ganzen internen Kontrollmechanismen nicht. Das ist einfach schon verrückt, wenn man das dann so anschaut. Und es gibt wirklich gute Köpfe bei der Polizei, aber von einem müssen sie ausgehen. Wenn ein Kollege eine rechtswidrige Handlung macht, ob bei Versammlung, Demonstration oder so im Einsatzgeschehen, dann werden mit einer Promille Ausnahmekategorie alle Kollegen zu dem Zeitpunkt, die dabei waren, egal welcher, bis auf eine klitzekleine Ausnahme, dazu gehörte ich ja damals auch, zu dem Zeitpunkt gerade nichts gehört haben, in die andere Ecke geguckt haben, die haben nichts wahrgenommen. Also sie decken dann voll den Kollegen. Diese eine Beamtin, die in Köln, das war eine Leistungsträgerin, im Grunde die ganzen Prüfungen mit 1, so einen Schlägereinsatz ihres Ausbilders auf der Straße nicht mitgedeckt hat, bekam plötzlich in der Abschlussprüfung eine 5. Okay. Die fiel durch. Die hat sich dann durch die Instanzen gekämpft, durfte die Prüfung nochmal machen, hat sie wieder mit 1 gemacht. Verstehen Sie, diese Mechanismen, diese informellen Mechanismen, die können Sie kaum greifen. Die wenigsten Beamten haben dann auch diese innere Kraft und Energie, das so weit zu leben. Die sind häufig völlig zerrüttet von den Anfeindungen aus der Kollegenschaft. Aber dieses, also ich habe nur dieses Bild vom Polizisten, deinem Freund und Helfer. Ist denn das so abhanden gekommen? Weil ich habe früher als Kind immer gesagt, der Polizist, der hilft dir. Und mittlerweile ist das ja fast auch nur noch so eine Art Roboter vom System. Also wenn es um diese Spitz-auf-Knopf-Kategorien geht, Machtfragen, Befehl ausführen, Kollege in Bedrängnis, sehen Sie rot, läuft die Projektion, ich selbst könnte ja auch, also egal, was an Kollateralschäden eintritt, ich kümmere mich um den Kollegen, können Sie dieses Bild Freund und Helfer vergessen. Was Sie nicht vergessen können, ist Folgendes. Wenn Einsatzsituationen da sind, wo wirklich entsprechende Eifer gefordert ist, also bei richtiger Verbrechensbekämpfung, sind diese Einsatztypen in der Tat gut unterwegs. Dann machen sie ihr Ding. Aber wenn es um diese tatsächliche Kategorie von Zivilcourage geht, und das muss es vom Berufsbild eines Polizeibeamten, der Gesetz und Recht vertreten und am unmittelbarsten dem Bürger gegenüber kommuniziert, ob verbal oder auch durch Einsatz von körperlicher Gewalt oder Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, dann ist vorbei. Dann sind das ganz arme Würste. Also ich hoffe natürlich schon auch, dass die Leute mal sagen, Zivilcourage, wieder mal sagen, wir sind fürs Volk da und wir sind Väter, wir sind Mütter und dass man das auch mal ändern könnte, weil also ich denke, sei das der Rechtsstaat bei Richter oder Anwälte oder sei das bei der Polizei, irgendwas muss ja mal passieren, dass sie demonstrieren, sonst... Und wir haben den Eindruck als Kritische jetzt, also diese kleine Organisation, wir haben jetzt auch dank Corona plötzlich endlich wieder einen relevanten Zulauf an neuen Kollegen, die bei uns Mitglied werden. Wir haben den Eindruck, dass der Wendepunkt erreicht sein dürfte. Nicht nur, weil Sie jetzt sich um das Thema kümmern, Ihre Bewegungsmitglieder müssen möglichst schnell auch begreifen, wie es in diesem Staat wirklich tickt bei der Wahrnehmung ihrer Grundrechte wie Versammlungsrecht, sondern einfach dieses Beispiel von vorgestern, dass da plötzlich bei der ARD eine halbe Stunde mit einem Journalisten vom Handelsblatt, der dort zum Investigationsteam gehört, aber eigentlich ist es eine Wirtschafts- und Finanzzeitung, also auch die Journalisten, denen stinkt es. Nur auch da gibt es in den Redaktionen eben nur eine Minderheit,
die diesen Beruf des Journalisten so leben, wie wir uns das eigentlich immer in den Filmen ansehen ja, können. Ja, da habe ich eine kurze Geschichte. Ich habe mit RTL telefoniert. Die war irgendwo, wollte sie mich was fragen wegen einem Interview. Und dann habe ich da mit ihr ziemlich lang mich unterhalten. Und dann hat man einfach gemerkt, hey, die weiß von gewissen Sachen, hat die keinen Plan. Mhm. Und wenn ich dann ihr gewisse Facts gesagt habe, zum Beispiel PCR-Test, was ist das? Und dann ja, muss ich mal recherchieren. Und ich so, ui. Das, und dann merkt man schon, dass sie sich auch Sorgen macht und dass sie sich auch interessiert. Sie hat dann auch gesagt, sie würde mein Quiz ausfüllen und so weiter. Übrigens, das Quiz kann ich auch mal kurz zeigen. Das ist das da, kann man rüberschalten. Hier haben wir das Quiz. Wenn ihr auf meine Homepage geht, www.bittl.tv, da oben hat es ein Quiz. Und wenn ihr draufklickt, habt ihr 19 Fragen über Corona. Das kann ich euch sehr empfehlen, weil das sind einfach neutrale Fragen, das macht Sinn. Oder auch neuerdings auch die Möglichkeit, Fragebogen zu den Masken auszufüllen. Wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, sind wir auch am Sammeln von diesen Sachen. Herr Bittl, darf ich nochmal, also weil Innenpolitik ist der Politikbereich für Betonköpfe. Auch in den Ministerien, bei den Ministern, das sind in der Regel die Hardliner. Super, Ihr Quiz, Masken, perfekt. Aber jetzt gebe ich noch mal ein Beispiel aus der Wirklichkeit. Es sind in Hamburg 4 verdeckte Ermittlerinnen, das waren junge Schutzpolizistinnen, Beamtenstatus, dabei aufgeflogen. Und das ging nicht nur um eine Versammlung wie bei Ihnen hier in Berlin, sondern die haben ein bestimmtes soziales Klientel, Schanzenviertel, freies Senderkombin, also sowas wie Sie hier machen mit laufenden Bildern als Rundfunksender, auch mit öffentlichen Gebühren finanziert. Die haben dort rumgespitzelt mit einer Legende. Und von denen haben 3 sich durch die Betten von Aktivistinnen geturnt. Okay. Also lesbische Frauen. Sie haben eine Liebesbeziehung angefangen, um besser Informationen ziehen zu können. Die eine Verdeckte hat sogar am Mikrofon von diesem Radiosender Sendung gemacht. Also diese betroffenen Frauen dort in dem Spektrum sind traumatisiert. Aber das interessiert ja die wenigsten. Was genauso gravierend ist, bei 3 dieser 4 verdeckten Ermittlern haben gute Anwälte das Verwaltungsgerichtsverfahren im Prozess so weit vorantreiben können, dass klar war, jetzt müssen die Akten offengelegt werden. Und dann hätte man noch mehr Erkenntnisse, wie bei der Schmiere diesbezüglich gearbeitet wird. Das ist ja eigentlich Geheimdienstarbeit, was Polizisten in einem zivilgesellschaftlichen Bereich, wir reden hier nicht von Drogenkriminalität oder Mafia, Geldwäsche, organisierte Kriminalität. Es geht um zivilgesellschaftliche, demokratische Prozesse, die durch die Polizei mit solchen Mitteln beeinflusst wird. Ja. Da hat die Innenbehörde bei 2 Fällen im Zusammenspiel mit dem Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwaltschaft, weil die auch Interessen da wahrnehmen ließen, sind eingeknickt, haben sich unterworfen. Also es ist gerichtsamtlich, rechtswidrig, diese Einsätze haben sie stattgefunden und haben dadurch bewirkt, dass man keine Einsicht in die Akten bekam. Verstehen Sie? So arbeitet der Staat. Und darauf müssen sich auch ihre Aktivisten einstellen. Sie können nicht ausschließen, jeder muss in seiner Gruppe gucken, ob da V-Figuren bei sind. Verdeckte Ermittler, denke ich, im Moment weniger, aber auch das können sie nicht ausschließen. Aber vor allen Dingen Zuträger. Das ist eine Situation, eine Entwicklung, die ist ziemlich fernab heftig des Systemmodells. Wir haben ja als das Grundgesetz als Wertemodell. Das ist ja nicht irgendwie ein Gesetz. Das ist die Verfassung in diesem Land, staatsrechtlich, von dem sich alles ableiten sollte. Und die Polizei tritt das, wie wir jetzt in diesen wenigen Minuten beispielhaft mit mehreren Episoden dargestellt haben, mit Füßen. Mit Füßen, das ist wirklich mit Füßen treten. Ja. Ist nicht schön. Ja, ich glaube, das wie sagen wir so schön, das Letzte kommt immer zum Schluss. Wir haben da, glaube ich, noch was, was wir besprechen können. Ja, es gibt noch etwas, was ich gerne heute der Öffentlichkeit präsentieren möchte, nach Rücksprache mit unserem kleinen Entscheiderkreis. Es gibt also eine Brandstifter-Serie, die einen ähnlichen Charakter hat wie die NSU-Kategorie, eindeutig mit rechtsextremistischen Bezügen. Es gibt Vorfälle in 2 Landeskriminalämtern, wo in Zentralbereichen
also der Labore, der IT-Technik, plötzlich über Magnesium Sachen vernichtet wurden, sprich Beweismittel, also auch Asservatenkammer, wo die Beweis, die beschlagnahmten, sichergestellten Gegenstände aufbewahrt werden. Wir haben ja auch schon da erlebt, dass Polizeibeamte ein Kilo Heroin rausgeholt haben und selbst vertickt haben. Okay. Also das ist, es gibt kaum was, was nicht vorstellbar ist. So, aber diese Kategorie spielt immer, also das eine ist das LKA in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, und zwar unmittelbar mit den Tätigkeiten zu Nordkreuz, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus. Mhm. Ist das ja schon. Und das andere spielt in Wiesbaden im LKA, ebenfalls mit eindeutigen Bezügen zum Rechtsextremismus. Und das dritte Beispiel in dieser Qualität ist die Außenstelle des Bundeskriminalamtes in Meckenheim, das ist bei Bonn. Da ist der Staatsschutz vor allen Dingen tätig. Dort sind bei einem Brand 10 große Limousinen mit technischer Sonderausstattung hochgerüstet, vernichtet, zerstört worden und weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Das wurde alles unter den Teppich gekehrt. Es wird so getan, es ist wie beim NSU, als wenn das normale technische Defekte wären, die zum Brand geführt hätten. Okay. Bei der Brandstifterserie mit über 40 großen Bränden, Sägewerke, teilweise über 600 Meter Länge, total abgebrannt und weiteren harten Indizien, die nur in Richtung rechts gehen, ähnlich. Da wird vermieden, Zusammenhänge herzustellen. Wir haben sie jetzt hergestellt und wir sind gespannt, wie die Öffentlichkeit und vielleicht auch die Sicherheitsorgane damit umgehen. Es sind einzelne Staatsanwälte mit den Sachen befasst, auch schon konfrontiert worden, nicht von uns, von anderen Personen, wie ich bei den Recherchen feststellen durfte. Und die tun so oft blöd wie beim NSU. Auch da wissen wir ja, dass bei dem einen Staatsanwalt in Sachsen-Anhalt die Geheimdienste ein- und ausgingen und dadurch immer genau wussten, wie weit die Polizei, diese Kriminalbeamten, die ich vorhin so abstrakt erwähnt habe, und die Staatsanwaltschaft sind, ob Maßnahmen gegen ihre V-Leute geplant waren. Also Timo Brandt und andere, der hat zum Beispiel knapp 200.000 D-Mark damals kassiert als V-Mann aus der Staatskasse. Nicht ganz wenig. Damit hat er die Bewegung mit aufgebaut, sagt er, den Rechtsextremismus im Osten. Okay. So, wir wissen also, dass diese Geheimdienste da ein- und ausgehen können. Das ist so. Also sobald Geheimdienste im Spiel sind, ist alles möglich. Auch das muss man sich als Merksatz möglichst einprägen. Ja, und weil die immer wissen, wie der Stand ist, konnten sie dann auch Timo Brandt und andere anrufen, im persönlichen Gespräch darauf vorbereiten, sieh mal zu, dass deine IT und andere Sachen aus der Wohnung weg sind, dann und dann. Also es findet durch den Staat, wir müssen jetzt nicht noch Anis Amri ansprechen, auch Breitscheidplatz ist eine fehlgelaufene Geheimdienstoperation der Bundesdeutschen. Es gibt noch mehr solche Beispiele. Denken Sie ans Oktoberfest München, vor jetzt 40 Jahren im Oktober. Auch das ist völlig unaufgeklärt, ein angeblicher Einzeltäter. Auch mal eben 12 Tote. Also RAF ist Linksterrorismus gewesen. Da gab es eine relevante Zahl von Toten. Aber was die Rechten produzieren, auch seit der Deutschen Einheit, über 200 Tote, das ist unvergleichlich bisher. Und es wird gedeckt. Und zwar mit Hilfe unserer Staatsorgane. Bis nach ganz oben, bis ins Bundeskanzleramt. Okay. Gut, da kann ich natürlich nicht mitreden. Diese Info habe ich nicht, drum sind Sie ja da, uns das mitzuteilen. Ich glaube, diese offizielle Teil können wir so mal stehen lassen. Ich glaube, da wird es noch einige Diskussionen geben. Jetzt vielleicht noch ein paar Fragen, wenn Sie einverstanden sind. Vielleicht ganz kurz nur ja, nein, weiß ich nicht. Sind Sie einverstanden? Wenn das geht, gerne. Das geht. Gibt es bei der Polizei Störsender, dass man Handyaufnahmen stören kann? Ja, natürlich. Okay. Genauso wie Handycatcher, dass man alle Daten absammelt, weiß, wer in dem Funkbereich gewesen ist. Okay. Es wird auch gemacht. Es wird immer mehr gemacht. Ja. Also auch Telefonüberwachung, das ist eine Inflation der Telefonüberwachung, die inzwischen. Immer wenn ein besonderes Stilmittel, sag ich mal, wie auch SEK-Einsätze für Sonderdelikte eingeführt wird, ist das in der Regel der Büchsenöffner.
dann können Sie nach 10 Jahren gucken, plötzlich ist das ständig als Einsatzmittel vorhanden. Also das ist das Gleiche selbst bei Demonstration, das SEK. Also das völlig heißt, irre. Dass ich hatte ja am Bundesplatz, so haben wir live gestreamt letzten Sonntag und überraschenderweise in der Nähe von den Polizisten hatten wir einen schlechten Ton, hat es dauernd unterbrochen. Ach, deshalb die Frage. Deshalb die Frage, ja. Ist das nachvollziehbar, dass das... Ja, natürlich. Okay. Das heißt, es werden Handyaufnahmen bewusst gestört mit solchen Sendern, dass man nicht aufnehmen kann oder irgendwo Beweismaterial. Das wird dann natürlich anders begründet. Man musste die und die technische Überprüfung machen oder so. Tut uns leid, passiert nicht wieder. Das ist das Gleiche. Darf ich Ihnen mal noch eine Sache verlesen? Ein guter Journalist, der hat gerade zu den eingesetzten V-Leuten am Reichstag gefragt, die Berliner Innenbehörde. Und da kam dann erstmal die ganz dusselige Antwort. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich... ich nehme nur die letzte, es wird sonst eh zu lang. Ihre Anfrage berührt Einzelheiten und Methoden der operativen Arbeitsweise des Verfassungsschutzes in Bezug auf einen konkret aufzuklärenden Sachverhalt. Um die weiterhin nötige Wirksamkeit dieser Arbeitsweise auch künftig zu gewährleisten, kann eine Beantwortung aus genannten Geheimhaltungsgründen nicht erfolgen, weil ansonsten die Beobachtungsobjekte, das sind die Rechtsextremisten im Reichstag, aber gegebenenfalls auch ihre Leute, diese Beobachtungsobjekte ihr Verhalten zukünftig darauf ausrichten könnten, was die weitere Beobachtung durch den Fall und so weiter erschweren würde. Das sind die Standardformulierungen. Es gibt noch so andere semantische, also Verkrüppelung, sage ich mal dazu, für ein demokratisches Gemeinwesen, das dann auch Abgeordnete zu lesen bekommen, wenn sie die gleichen Anfragen stellen. Okay. Dann vielleicht eine andere Frage. Gibt es auch Polizisten in Uniform, die im Einsatz sind, die eigentlich gar nicht Polizisten sind, die eingeschleust werden, für gewisse Sachen zu machen? Nein. Nicht. Nein. Das nicht. Also wer so etwas macht, das ist dann gleich Amtsanmaßung. Okay. Das wollte ich mal nachfragen, weil es gibt da so gewisse Geschichten, wollte ich mal nachfragen. Wir haben natürlich auch Fragen aus dem Publikum. Wir haben mittlerweile viel zu viele Fragen, wir können mal die eine oder andere mal nehmen. Was wird nach der künstlerischen Krise Ihrer Meinung nach passieren? Wird man die Verantwortung zur Rechenschaft ziehen? Wird gar nichts passieren? Vielleicht ganz kurz, dass wir die eine oder andere Frage noch durchgehen können. Also nach der Empirie, die meiner 40-jährigen Tätigkeit in der Politik zugrunde liegt, über 30 Jahre als Polizeibeamter, denke ich nein. Okay. Verstehen Sie, selbst wenn solche Sachen wie Elbphilharmonie mit 890 statt 89 Millionen, Verzehnfachung, da geht der Kelch auch an den Verantwortlichen Ole von Beuys vorbei. Da helfen sich die Seilschaften. SPD lässt da alle Augen zu, wenn die CDU was verbockt und umgekehrt. Mhm. Man kann ja auch selbst mal. Das ist wie die Leichen im Keller bei der Polizei. Wenn man von einem Kollegen einmal weiß, dass er sich nicht den Richtlinien unter den Gesetzen entsprechend verhalten hat, dann ist das die Leiche im Keller. Mhm. Falls er mich selbst anzeigen will, dann habe ich was in petto, mein trockenes Feuer gegen ihn. Okay. Und das läuft in der Politik auch so. Nächste Frage, gibt es noch eine Chance, in Deutschland das Ruder herumzureißen? Wenn ja, die Spaltung ist so groß, ist eine friedliche Gesellschaft mit Vertrauen zu den Menschen und Organisationen noch möglich? Eindeutig ja. Das ist kein Naturgesetz, was wir jetzt erleben. Das ist eine kulturell-demokratische Verformung, die genauso wieder in die andere Richtung entwickelt werden kann. Diese Frage können wir auch auf die Polizei anwenden. Auch das ist kein Naturgesetz, dass sie jetzt so schlecht geworden ist. Auch das kann in bessere Sphären geführt werden. Okay. Nächste Frage, bitte äußern Sie sich zu den Vorwürfen bewaffneter Raub und Haft aus Wikipedia. Es ist wichtig, dass es nicht gegen Ihre Aussagen verwendet wird. Ich habe Ihre Rede auf der Demo gehört. Ich hatte ja schon allgemein was gesagt. Es ist ein weiteres Fehlurteil der Hamburger Strafjustiz. Das ist das mindestens vierte Fehlurteil. Die anderen wurden dann immer korrigiert, also gegen alleine meine Person. Mhm. Und auch dazu gibt es jetzt den Anlauf auf die Wiederaufnahme. Ich bin da guter Dinge, dass das genauso ausgehebelt wird wie die anderen Fehlurteile. Und wer sich, das kann ich jetzt nicht hier in der Sendezeit alles darstellen, aber was ich machen kann, ist Folgendes. Wenn Sie wirklich interessiert sind, gucken Sie auf meine private Homepage www.wippesaal.de. Da gibt es 3 Kapitel, die dazu wichtige Informationen enthalten, weshalb dieses Vorgehen
der Strafkammer wirklich absurd ist. Ja, können wir gerne anschauen, werden wir auch natürlich verlinken. Dann stimmt es, dass die Familie Schwab in den Corona-Skandal involviert ist und sogar die Strippenzieher sind. Dies wurde gestern von einem YouTuber ins Spiel gebracht. Haben Sie davon gehört? Dann muss ich passen. Passt. Also, dann werden wir noch eine Frage. In dem Video wurden V-Leute erwähnt, die Demonstrationen stören. Was kann man nun als Demonstranten oder Organisatoren tun, um zu verhindern, dass V-Leute diese Demonstrationen negativ beeinflussen? Die eigene Linie beibehalten, das ist das Wichtigste. Egal, wer dummes Zeug redet oder zu Handlungen veranlassen möchte, die nur negativ für die eigene Position, für die Bewegung sind, nicht beeindrucken lassen, möglichst authentisch die eigene Überzeugung weiter vorantreiben und natürlich sorgfältig beobachten. Ja. Wenn sowas häufiger passiert von diesen Personen, dann muss man auch mal andere Gespräche mit denen führen, also mit den potenziellen oder verdächtigten V-Leuten. Wie man tatsächlich im Einzelnen vorgehen kann, muss man in einer konkreten Situation sehen. Ich möchte dazu noch ein Beispiel geben. In Heidelberg ist ein verdeckter Ermittler aufgeflogen. Mhm. Das war ein Brite. Der kam also mit seiner Legende aus Großbritannien und alle waren begeistert. Toll, der Brite findet unsere Anliegen auch toll. Ja. Und als der aufgeflogen ist, da waren alle völlig fertig. Also man kann gar nicht so doof denken, wie die Apparate arbeiten. Okay. Es gibt inzwischen zwischen verschiedenen Ländern in der EU solche Abkommen, dass die Polizeien sich in der Weise aushelfen können, dass Polizisten aus Großbritannien, jetzt vielleicht nicht mehr nach dem Austritt, aber aus Frankreich hier tätig werden können und umgekehrt. Die Spielarten sind wirklich erheblich, damit möglichst der Argwohn der Aktivisten zerstreut wird. Okay. Und das vergiftet natürlich die gesamte Szene. Mhm. Denken Sie nur mal an diese drei Frauen, an die vier Frauen, die sich durch die Betten turnten in Hamburg. Also das ist fatal für jede gesellschaftliche Organisation. Absolut, das ist klar. Dann noch, ist der Einsatz der Bundeswehr zur Amtsunterstützung in ganz Deutschland nicht verfassungswidrig? Quelle Bundeswehr-Webseite? Also es ist erlaubt für Amtshilfe in Katastrophenfällen. Okay. Wir wissen das ja bei Hochwassersituationen, auch bei Bränden und selbstverständlich kann man dann auch bei Corona, wenn die Engpässe in den Gesundheitsämtern, da werden sie im Moment vor allen Dingen eingesetzt, um die Infektionswege zurückzuverfolgen. Mhm. Da fehlt das Personal. Das ist alles lege artis im Gegensatz zu anderen Dingen in Sachen, also auch Infektionsschutzgesetz. Ja. Die Generalvollmachten für Spahn, ja. Die Selbstentmächtigung des Deutschen Bundestages, genauso peinlich wie ihre Akklamation der drei Helden der inneren Sicherheit. Der eine war ja auch noch Schauspieler oder ist bei RTL in Polizei. Also es ist alles so absurd. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was gab Ihnen Anlass, die ganze Corona-Situation und die dadurch beschlossene Maßnahmen kritisch zu hinterfragen? Weil ich mitdenke. Ich bin selbst betroffen, weil meine Mutter, 88 Jahre, meine Ehefrau, die ist Oberstudienrätin in Hamburger Sonderschulen für schwerhörige Kinder, natürlich damit genauso Probleme haben. Weil damit die ganzen Bewegungsmöglichkeiten, die Freiheits- und Grundrechte in elementaren Dingen eingeschränkt werden. Berufsfreiheit. Ich bin selbst Selbstständiger. Also das ist ein Hammer, was da auch an Auftragsabbruch stattgefunden hat. Bei Kunstschaffen ist es ja ganz gravierend. Ja. Die können ja nirgendwo auftreten, die Monate. Ja gut, die Künstler, die fehlen also mir ein bisschen, Anlass. Mit die Stimme zu erheben, die Künstler, das ist ein anderes Thema. Ja, Herr Wippersal, es hat mich sehr gefreut. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir haben schon eine Stunde 20. Wir sind circa 4000 Leute live. Ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie die Zeit und auf den Aufwand auf sich genommen haben, hierher zu kommen in dieses Studio. Und nun wir uns unterhalten konnten. Ich glaube, es war sicher einiges dabei, wo viele Leute nicht wussten. Und wir werden natürlich auch die Homepage von Ihnen verlinken, wenn man da auch noch vielleicht in Kontakt treten möchte. Ich weiß, Sie haben, glaube ich, nächstes Wochenende wieder irgendwo einen Auftritt, oder wo sind Sie? Ja, das ist in Marburg. Marburg. Da soll die Antifa schon Interesse haben. Also die sollen sich wirklich überlegen, wen sie da aufs Korn nehmen. Okay. Da gibt es andere Ziele, die lohnender sind, aber nicht ihre Bewegung. Sie sind wirklich für die Grundrechte unterwegs. Herr Wittel, ich möchte mich auch bedanken, dass Sie
uns die Gelegenheit gegeben haben, solche Dinge zu erörtern. Sehr gerne. Das ist nicht im Mainstream. Das ist aber umso wichtiger, dass solche Erkenntnisse nach außen transportiert werden. Mhm. Und auch vor dem Hintergrund meiner exotischen Biografie, inklusive der 3 Jährchen auf hoher See, ist natürlich, das ist ja ein Grund, dass man mich hat kaltstellen wollen. Mundtot machen, aus dem operativen Bereich, LKA raus und so. Wirklich herzlichen Dank für diese Möglichkeit und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen auch mit Ihrem Sender, das ist so hilfreich gegen diesen Schund, den wir inzwischen aus öffentlich-rechtlichen Kanälen geboten bekommen, dass Sie möglichst authentisch die Realitäten kommunizieren. Also ich gebe Mühe so, und ich versuche das auch, dass es authentisch und auch so gut als möglich wirklich die Wahrheit ans Licht kommen mag. Jeder macht Fehler, das mache ich auch. Klar. Und wir hoffen, dass wir dranbleiben. In dem Sinne, vielen Dank. Und bleiben wir in Kontakt und schauen mal, wie es weitergeht. Gern geschehen, noch einen schönen Abend auch an den Bildschirmen. So, das war ein tolles Interview und hat mich natürlich gefreut, dass so viele zugeschaut haben. Ich bitte da im Chat, hab und zu reingeschaut, dass hier entsprechend zensiert wird. Alles, was beleidigend ist und unter der Gürtellinie, wird gelöscht und blockiert. Das wissen ihr, da habe ich keine Lust, Energie zu verschwenden. Das ist entsprechend mein Kanal und normale Konversation, sich normal unterhalten, unterstütze ich sehr wohl und dafür kennen mich die Leute auch, aber ich finde, wir sollten heutzutage respektvoll miteinander umgehen, das ist mir sehr wichtig. Bitte den Kanal abonnieren, wenn ihr mögt, auch liken, Telegram ist auch sehr wichtig, weil ihr wisst, YouTube zensiert immer mehr und mal schauen, wie das weitergeht. Es war nicht aufgezeichnet, das war live, das wollte ich auch noch sagen. Und ich denke, am Schluss ist es auch wieder wichtig, dass wir uns was Gutes tun, im Sinne von etwas Aufmunterndes, dass wir dieses Lied, wo ihr kennt, noch zusammen hören könnt. Und ihr wisst, was jetzt noch kommt. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbindet die Punkte. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Bis bald. Tschüss zusammen. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf, kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeigt dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr, auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren. Wir halten durch und bleiben hier.
Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland zeigt dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine